So, ihr Lieben, nehme jetzt nicht mit der Kamera auf, sondern mit meiner Laptop-Kamera. Hatte euch ja gefragt wegen dem Video für die Trucks, wie man an den Truck kommt und ob kaufen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier ist jetzt das Video. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sich erstmal selbstständig macht mit einem Truck und damit arbeiten möchte, egal ob Flatbed, Hotshot, normaler großer Flatbed, Reefer, Dryvan oder. Also Dryvan sind die normalen Koffer ohne Kühlung, die Reefer sind die mit Kühlung und die Flatbeds halt die offenen Flatbeds. Die gibt es auch noch mit Plane. Und das sind aber die Trailer. Jetzt geht es ja rein um den Truck. Für den Truck. Gut, wenn man sich jetzt selbstständig macht, braucht man erstmal eine DOT-Nummer, eine MC-Nummer, BOC-3-Nummer. Das sind halt die ganzen Genehmigungen, die man braucht, um erstmal den Truck für sein Business auf die Straße zu bringen und bewegen zu dürfen. Dann braucht man die Elektronik-Logs und so weiter und so weiter. Aber erstmal zu einem Truck. Jetzt wollen wir erstmal einen Truck kaufen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist natürlich Bargeld abholen von der Bank, zu einem Händler gehen, sagen, was man möchte. Entweder ist er da, man nimmt ihn gleich mit, oder man bestellt halt einen ganz neuen, so wie man ihn haben möchte. Aber da die wenigstens mal 180.000 oder 160.000 Dollar auf der Bank liegen haben, um einen Truck zu kaufen, gibt es halt die Möglichkeiten, entweder einen billigeren Truck zu kaufen. Da gibt es halt so eine Zeitung, Truck Paper. Und da sind viele, viele, viele Trucks drin. Also, die ist recht dick. Von privat, von Händlern, von anderen Firmen und so weiter, die die Trucks anbieten, wo man hingehen kann und den Truck kaufen kann. Entweder auf Finanzierung von der Bank. Da muss man dann natürlich einen guten Credit Score haben. Das ist in Deutschland, das ist, glaube ich, wie eine Schufa. Hier sind es Punkte, die man da ansammelt. 820 oder 850 ist, glaube ich, das Beste. Und unter 600 braucht man gar nicht erst anfangen zu fragen, ob man Geld bekommt für einen Truck. Da gibt es dann halt die Möglichkeit, dass man sich Geld spart. So 20, 30, 35.000 Dollar. Da kriegt man dann schon was Vernünftiges. Ob es Freightliner ist, Peterbilt. Also jetzt, wir reden jetzt nur von Sattelzugmaschinen. Dreiachsige Sattelzugmaschinen mit Sleeper, normalen 70 Inch oder ja, 70, 75 Inch Sleeper und 10, 13 Gangschaltung, so um die 450 bis 500 PS, kriegt man schon für 25, 30.000 Dollar mit 300, 400.000 Meilen. Das ist okay. Da muss man natürlich auch darauf achten, von wo man den kauft. Am besten kauft man sowas von großen Firmen, die eine Inspektion regelmäßig haben für die Trucks und die auch warten regelmäßig. Weil von privat zu kaufen ist halt immer so eine Sache. Man weiß nie, ob der regelmäßig einen Ölwechsel gemacht hat, ob alle Teile ausgetauscht wurden, so Verschleißteile und so weiter und so weiter. Bei Fleet nennt sich das, also so große Speditionen, da hat man schon die Garantie, dass die regelmäßig gewartet wurden. Und da ist halt die Möglichkeit, viel höher einen anständigen Truck zu bekommen. So, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, zu leasen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, den Lease-Kauf und das normale Leasing, wo man den halt wieder nach der Leasezeit zurückgibt. So, bei dem normalen Leasing, das ist okay, das kann man machen. Ist halt auch immer eine Preisfrage, weil man da pro Meile immer noch eine gewisse Summe zahlen muss. Und dann gibt es halt noch den Lease-Kauf. Den Lease-Kauf, der wird von vielen Firmen angeboten, dass man dort anfängt und den Truck least. Oh, für 3 Jahre meistens ist die Zeit des Leasen 3 bis 4 Jahre.
Man zahlt eine wöchentliche Rate, also ein wöchentliches Truck-Payment nennt sich das. Und dazu kommen halt noch die Kosten, auch die Meilen, die man noch bezahlen muss, plus die Versicherung und so weiter und so weiter. Zeige ich euch nachher noch anhand von einem Ausdruck von meiner alten Firma, wo ich vorher gefahren bin mit dem großen Truck. Da hatte ich das auch gemacht. Da habe ich auch einen Truck geleast. Das nannte sich dann, dass ich ein Lease Driver bin. Hatte bei der Firma angefangen als normaler Company Driver. Also LKW bekommen, fahren, pro Meile bezahlt werden. Das sind im Schnitt zwischen 49 und 53 Cent die Meile, die man da bekommt. Hat natürlich auch keine weiteren Kosten. Ne? So, bei dem Lease-Programm bei den meisten großen Firmen, wenn man da jetzt anfängt und sagt, möchte unbedingt meinen eigenen Truck haben, habe aber kein Geld, flüssig, um zur Bank zu gehen oder zum Händler zu gehen und mir einen zu kaufen, neu. Und ich habe auch nicht genug Geld, um mir einen Gebrauchten zu kaufen, möchte aber trotzdem einen eigenen Truck haben. Dann kann man jetzt bei so einer Firma anfangen, die das anbietet, einen Lease-Purchase-Programm nennt sich das. Also Lease-Kauf da anzufangen. Dann bekommt man halt seinen Truck, macht seine wöchentlichen Payments und entweder man gibt den Truck nach diesen 3 Jahren wieder zurück oder man behält ihn. Da gibt es dann, nennt sich Balloon Payments, die Endzahlung, um den auszulösen, machen viele Firmen mit $100 oder halt mehr. Das ist dann okay. Dann hat man natürlich auch einen Truck, einen eigenen Truck nach 3 oder 4 Jahren, aber mit viel, viel, vielen Meilen. Ja, und da ist die Frage, okay, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, weil die Truck Payments auch nicht gerade gering sind. Zeige ich euch aber noch. Die sind nicht, ja, die sind schon recht hoch, meiner Meinung nach. Da macht es mehr Sinn, wirklich 1, 2 Jahre oder vielleicht auch 3 Jahre zu sparen und sich dann einen gebrauchten Truck von der Fleet irgendwo zu kaufen. Und dann hat man halt Ruhe, man hat keine Truck Payments, man hat keine Bank im Nacken und so weiter. Ja, bei der Firma, wo ich gefahren bin, das war ein Lease-Programm ohne Anzahlung. Wenn man da jetzt, es gibt auch Lease-Firmen, die bieten das an, dass man halt eine Anzahlung macht von meinetwegen 5 oder 6.000 Dollar. Dann macht man ein monatliches Payment von meinetwegen 1.300 Dollar oder 1.600 Dollar, je nachdem, was für ein Truck ist und wie alt der ist, also was der für einen Wert hat. Und dann nach 3 Jahren ist es eigentlich dann dein Truck. Ja, das kann man machen. Aber wenn man sich das mal hochrechnet, ist es wirklich viel, viel, viel Geld. Und da ist die Frage, möchte man für einen gebrauchten Truck, der schon meinetwegen 4 Jahre oder 5 Jahre alt ist und 300.000 Meilen auf dem Buckel hat, so viel Geld ausgeben? Glaube nicht. Also wäre nicht mein Ding. So, und dann kann es natürlich auch passieren, dass man eine schlechte Woche hat oder einen schlechten Monat und man kriegt die Zahlung nicht zusammen. Dann gibt es gleich, da muss man Strafe zahlen. Ist auch nicht wenig. Und wenn man Pech hat, nehmen sie den Truck auch weg. Ja. Also ist immer so eine Sache bei den Lease-Programmen. Das Seriöseste ist eigentlich, naja, seriös in Anführungsstrichen, bei einer Firma anzufangen, die dieses anbietet. Und dann halt natürlich auch die Verträge so weit durchlesen, dass man da auch einen Passus findet, dass man keine weiteren Zahlungen hat, wenn man vorzeitig aussteigt. Bei mir war es so, ich habe den Truck, glaube ich, 1 Jahr oder 1,5 Jahre war ich in diesem Lease-Programm mit drin und habe dann gemerkt, dass einfach die Kosten zu hoch sind. Die Zahlungen wöchentlich waren extrem hoch, weil wenn man dann mal eine schlechte Woche hatte, weil wenn man bei der Firma anfängt, dann kann man auch nur die Ladung nehmen, die einen anbieten. So, jetzt bieten die mir eine Ladung von Virginia an nach Florida. So, Florida gibt es aber wirklich nur schlechte Rückladungen. So, jetzt kriege ich aber die Ladung angeboten von Virginia nach Florida für meinetwegen 1,20 Dollar.
20 die Meile. Lohnt sich nicht, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Also lehne ich die ab. So, dann sagt der Dispatcher, ja, warum? Ja, musst du nicht begründen, aber du hast halt nur diesen einen Dispatcher und da musst du dann hoffen, dass der eine neue Ladung für dich findet und auch sucht. Ne? Weil wenn du dann irgendwann mal 2 oder 3 Ladungen abgelehnt hast, dann sagt er sich auch, naja, dann lassen wir den erstmal 3 Tage stehen. So, und du hast keine Chance, irgendwo anders eine Ladung zu kriegen, weil du ja an dieser Firma hier gebunden bist. Das ist halt wieder der Nachteil. Ja, und dann fährt man mal nach Hause nach 4 Wochen meinetwegen, hat aber nicht so eine gute Ladung gehabt, hat dementsprechend auch nicht so viel Geld verdient, aber die Payments bleiben ja immer gleich. Heißt also, du fährst nach Hause eine Woche, bist zu Hause, aber in der Woche musst du ja auch die Zahlung machen. Fährst dann wieder raus, bist dann eigentlich im Minus, musst also wieder 5 oder 6 oder 7 Wochen draußen bleiben, dass du diese Minus wieder ausgleichen kannst, bis du erstmal wieder im Plus kommst, Geld verdienst. Und dann willst du ja auch schon wieder nach Hause fahren. Also ist wirklich ein Teufelskreis. Deswegen habe ich bei der Firma aufgehört und habe mich dafür entschlossen, mir meinen Pickup-Truck zu kaufen mit einem Trailer, wo ich voriges Jahr mehr verdient habe als mit dem Großen bei der anderen Firma, muss ich dazu sagen, und mehr zu Hause war und flexibler bin und mehr Freiheiten habe. Und mein Plan ist halt in den nächsten 1 bis 2 Jahren mir meinen eigenen Truck zu kaufen, weder zu leasen noch zu Kaufleasen oder zu finanzieren oder sonst irgendwas. Möchte den dann schon Cash bezahlen, also sparen, sparen, sparen. Und dann halt noch mehr an Ladungen nehmen zu können, also mehr Flexibilität in den Ladungen. Weil jetzt bin ich halt begrenzt auf 15.000 Pfund mit 40 Fuß Länge. Und mit dem Großen kann ich 48 Fuß, je nachdem, was ich für einen Trailer dann habe. Aber ich denke mal, ein 48 Fuß Flatbed-Trailer wird es werden. Kann aber bis 45.000 Pfund gehen. Und da ist die Auswahl natürlich viel größer. Das ist der Grund, warum ich mich entschlossen habe, in der Zukunft jetzt wieder zu wechseln. So, man hat Truck-Payments, meinetwegen von $800 die Woche. Ist dann schon wenig. Sind aber nur die Truck-Payments. Sind $41.600 im Jahr. So, wenn man das jetzt mal 3 nimmt, sind es $124.800 in 3 Jahren. So, der Truck war jetzt meinetwegen aber nur oder schon 2 Jahre oder 3 Jahre alt. So, wenn man fertig ist, ist er 6 Jahre alt, hat 1 Million Meilen auf dem Dingens und man hat trotzdem immer noch $124.000 bezahlt. Macht nicht viel Sinn. Also dann lieber wirklich $30.000-$35.000 zusammensparen und sich einen Truck holen, meinetwegen Baujahr 2006, 2008 oder sonst irgendwas mit 300.000, 400.000 Meilen. Man hat ihn aber bezahlt von der Fleet irgendwo, wo man weiß, dass er gewartet wurde. Deswegen bei dem Lease-Dingens, so zu diesen $800 kommen ja noch die Meilen, die man noch bezahlen muss, die dann draufkommen. Plus die Reparaturen, die man bezahlen muss, die Reifen und Benzin und Steuern und Versicherung und allem drum und dran. Also das sind wahnsinnig hohe Kosten und deswegen kommt für mich dieses Lease nie wieder in Frage. Hier zeige ich euch mal, wie meine Abrechnung bei der anderen Firma mal ausgesehen hat. Ich habe da mal eine rausgesucht und das zeige ich euch. So, hier mal so eine Abrechnung von der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe. Das ist eine wöchentliche Abrechnung. Hier oben sieht man die Ladung, die ich gefahren habe in der Woche. Waren 3 Stück. Einmal von Florida, North Carolina. Dann North Carolina, Tennessee, West Virginia, Ohio, Texas. Das war ein Gesamtumsatz von $3.292, eigentlich $3.632, da ich einen 400 Euro Emergency Fonds hatte, also so ein
ja, so ein Notgroschen, den ich immer abbuchen lassen habe, sind zwar bei rund 3.292,63 irgendwie. Auf jeden Fall, die Rechnung haben bei der Firma nie gestimmt. Also hier, das stimmt auch alles nicht, was hier drin steht. So, hier mal die groben monatlichen, wöchentlichen Ausgaben mit den Fixkosten. Fixkosten sind eigentlich nur diese hier. APU-Rental. APU-Rental ist eine Miete für dieses Zusatzaggregat, was ich an der Seite hatte, was meine Batterien versorgt hat, wenn der Truck stand, wenn ich Pause gemacht habe, dass die Heizung funktioniert, also die Standheizung, die Klima, Strom hatte und so weiter, also wie so ein Generator. Und der war am Truck verbaut, musste ich aber mieten, zusätzlich in der Woche für 70 Dollar. Dann kam 22,25 $ für mein Steuerbüro dazu. Emergency Fund 400 Dollar. Die lassen wir jetzt weg, die 88,2 $, das ist für Maut. Dann zusätzliche Kosten, also Fixkosten, 1 Dollar für meine Tankkarte, 5 Dollar für meine E-Mails, die ich immer bekomme hier, für meine Abrechnung, jede Woche 5 Dollar bezahlt. Dann für die Highway Taxes, also dass ich die Straßenbenutzungsgebühr bezahle, sind 10,58 $. Dann für Lizenzen und Genehmigungen 38,75 $. Hier nur die Truck Payments rein, nur für den Truck, ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten 866 $. Und für mein Qualcomm, das war das Elektronik-Lock-System in diesem Truck, für 2 Dollar in der Woche. Also das waren meine Fixkosten. Dazu kommen noch dann die normalen Kosten, wie meine Dieselsteuer, Diesel an sich, nochmal Dieselsteuer, DEF ist bei euch AdBlue, Diesel, Dieselsteuer, Diesel, Diesel, da habe ich mir 50 Dollar auszahlen lassen. Und dann kam nochmal ein Discount, wurde abgezogen von 130 Dollar und 42 Cent. Und hier, das sind die Mileage, die Meilen, die ich bezahlen muss, also die Meilgebühr für die Meilen, für das Leasing, für diese Woche 106 Dollar und 88 Cent. So, da sind wir bei einer totalen Summe von 2.332 Dollar und 79 Cent. Rein nur an Ausgaben für die Woche. Ja. So, dann werden davon nochmal. Da kommen dann nochmal oben drauf an den Ausgaben 95 Dollar für Reifen. Und hier sieht man mal die Übersicht, was ich im Schnitt verdient habe pro Meile. 1 Dollar und 13 Cent. Ist nicht viel. Nicht, wirklich nicht viel. So, und im Endeffekt auf dem Konto hatte ich in dieser Woche 865 Dollar und 22 Cent. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Ja. Und jetzt überlegt mal, man fährt nach Hause. Und man muss, oder ja, man muss halt mal eine Woche nach Hause. Oder man will mal eine Woche in Urlaub. Diese Kosten, die Fixkosten, außer Diesel und so, die laufen ja trotzdem weiter. Truck Payments, Qualcomm und so weiter und so weiter. Also knapp 1000 Dollar, 1200 Dollar sind fix. Jede Woche, ob du fährst oder nicht fährst, die laufen bei diesem Lease-Programm. Und dann musst du ja wieder rausfahren. Also bist du, im Prinzip bist du dann im Minus. Musst dann also wieder ein paar Wochen rausfahren, dass du aus diesem Minus wieder rauskommst, weil du hast ja jede Woche die laufenden Kosten. Und das hat mich so ein bisschen gestört bei diesem Programm. Und darum habe ich dann gewechselt zu meinem Pickup-Truck mit Trailer, mehr Freiheiten und so weiter. So, und hier nochmal die Maut, die immer automatisch abgebucht wird. Das waren in dieser Woche 88 Dollar und 2 Cent, nur an Maut. Und hier unten sind nochmal die einzelnen Abrechnungen von den Firmen, für die ich gefahren bin. Also die Ladung. Die eine war 850 Dollar.
Die nächste waren $780,81. Und die dritte war bei $2.800. Sind bei mir $4.430. So. Und da haben wir schon mal wieder den Punkt, wie kommen die hier auf 3.292 oder beziehungsweise auf 3.632, wenn ich diese Summen hier zusammenrechne. Deswegen, das ist immer sehr, sehr unübersichtlich bei dieser Firma gewesen und im Endeffekt war es immer falsch. Was dann im nächsten Monat oder in der folgenden Woche dann wieder ausgeglichen wurde. Aber man hat immer diesen Trouble gehabt, immer diesen Stress gehabt und so weiter und so weiter. Ja, und das war der Grund, warum ich eigentlich bei dieser Firma oder mit dem Grund, warum ich bei dieser Firma weg bin. Weil man würde eigentlich immer über Treu hauen und du fährst und fährst und fährst und fährst und fährst und fährst und im Endeffekt kommst du auf keinen grünen Zweig. Entweder fällst du in ein Loch jede Woche, wenn du zu Hause warst. Oder du kannst nicht nach Hause, weil du einfach nicht genug hast, weil du gerade mal so viel hast, um deine Kosten zu decken. Und die Entscheidung, da aufzuhören nach 1,5 Jahren, war genau richtig, weil sobald man 2 Jahre oder 3 Jahre bei so einer Firma ist, muss man eigentlich da bleiben, weil wenn man dann aufhört, man verliert einfach zu viel Geld. Ja. Rechne euch mal aus, 800, ja, mal kurz rechnen. 868 Dollar mal 52 sind $46.000 rund im Jahr. So, das mal 3 sind $138.000. Der Truck, der war, glaube ich, schon 1 Jahr oder 2 Jahre alt. So, dann gibst du den nach 3 Jahren zurück. Und dann verkaufen die den Truck nochmal für $50.000. Heißt also, wenn man jetzt nochmal da plus $50.000 oder wenigstens 50, nehmen wir mal $65.000. Ja, bei $65.000 sind die bei $203.000. So viel kostet dieser Truck niemals im Leben. Ja, ja die haben da, und diese, da machen die Leasefirmen halt ihr Geld. Ja. Die verdienen richtig Asche. So, plus die Miles, die du ja noch bezahlst. Ja, in der Woche, die ich euch gezeigt habe, habe ich 100, also knapp über $100 an Miles bezahlt, dass ich den Truck überhaupt fahren und dass er fährt. Und ja, für mich ist das eigentlich ein absoluter Schmuh. Und deswegen würde ich sowas auch nie wieder machen. Da gibt es halt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich einen Truck finanzieren, einen gebrauchten, bei 900, 160.000 Dollar oder $170.000 für einen nagelneuen Truck. Ist eine Stange Geld. Ist echt eine Stange Geld. Und ob ich so abhängig sein möchte, nee, glaube ich nicht. So, dann lieber einen gebrauchten, entweder finanzieren, wenn man das Geld jetzt nicht so flüssig hat. Oder halt eine Weile sparen, bis man sich einen gebrauchten, guten gebrauchten. Und da gibt es genug. Es gibt genug gute gebrauchte Trucks, die man kaufen kann. Hier zum Beispiel ist einer drin. Der kostet $35.500. Ist ein 2011er Peterbilt 387, 450 PS und hat 624.000 Meilen runter. Ist für so einen Truck ist das eigentlich nicht viel. Ja, und für $35.000, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und wenn er von der Fleet ist, da hat man immer noch die Garantie, dass er richtig gewartet wurde, immer pünktlich die Ölwechsel gemacht wurden und so weiter und so weiter. So, ja, das zu den Truck-Kauf, Lease, Purchase und wie auch immer. Wenn ihr Fragen dazu noch habt, dann fragt einfach, falls ich was vergessen habe, was euch auf der Seele brennt, irgendwelche Fragen, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich jetzt. Wie die Möglichkeiten sind, hier an den Truck zu kommen. Denke mal auch nicht anders als in Deutschland, aber ja, hier wird doch schon viel gemacht, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen
Und die merken es noch nicht mal. Naja. Gut, so viel dazu. Heute haben wir Sonntag. Verabschiede mich jetzt. Fahr morgen früh weiter um 3 Richtung Salt Lake City. Hab ja noch Zeit jetzt noch. Hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen gefallen hat. Also, in diesem Sinne, schönen Sonntag noch. Tschüssi und bye bye.